Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sebastian und ich möchte dir heute zeigen, wie du das wunderschöne Kopfteil von diesem Bett verkleiden kannst. Ganz, ganz einfach. Und wie das geht, das zeige ich dir heute in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Vor einigen Monaten waren wir zu Besuch bei den Holzwerken Ladenburger. Die haben unter anderem nicht nur eine Menge Holz auf dem Hof stehen, sondern auch eine tolle Webseite. Und dort gibt es das Profilbrett StudioLine. Und das Ganze ist nicht irgendein Brett, sondern das ist ein Akustikpanel. Links im Bild könnt ihr beispielsweise sehen StudioLine Solo und rechts im Bild StudioLine Plus. Das ist ein bisschen dicker. Und das könnt ihr beispielsweise nehmen, um eure Decke, Wände zu verkleiden, um einen besseren Akustik zu erzielen. Das Ganze könnt ihr euch in Ruhe auf der Webseite durchlesen. Die findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. Und wir haben das Ganze ein bisschen zweckentfremdet. Und zwar haben wir das genutzt, wie ihr gesehen habt, für unser Schlafzimmer als Rückwand. Und um diese Rückwand zu fertigen, haben wir uns für die dünnere Variante entschieden, sprich StudioLine Solo. Die gibt es auch in unterschiedlichen Holzarten. Besser gesagt, die erste Deckschicht, das erste Furnier gibt es in unterschiedlichen Holzarten. Beispielsweise hier zu sehen kurz Eiche. Wir haben uns dann letztendlich für Fichte, besser gesagt für Tanne entschieden. Warum, weshalb? Wir haben rechts vom Bett schon so ein kleines Schränkchen stehen. Das ist ein älteres Projekt. Wenn du da Interesse hast, das Video findest du hier oben im Eck. Und dementsprechend haben wir uns dann für die passende Holzart entschieden. Im Übrigen bekommt ihr das Ganze auch schon fertig lasiert, sprich da ist schon ein UV-Schutz drauf. Und so sah das Bett vorher aus, sieht natürlich auch nicht schlecht aus, aber wir wollten das so ein bisschen absetzen, denn wie ihr sehen könnt, ist die Tapete so leicht dunkelblau ins Helle und das Bett auch. Und wir wollten halt nochmal einen kleinen Akzent setzen und deswegen haben wir uns für diese Variante entschieden. So kommt das Ganze noch mal ein bisschen zum Hervorschein, es lockert das Ganze noch ein bisschen auf, dadurch wird der Raum ein bisschen heller und wir haben uns dafür noch mal entschieden, am Ende links und rechts zwei Nachtlichter anzubringen. Um das Ganze an der Wand zu befestigen, brauchen wir eine Unterkonstruktion, sprich eine Konterlattung. Die könnt ihr ganz simpel an der Wand schrauben. Wir haben jetzt hier in dem Fall eine Rigipswand, sprich wir verwenden Rigipsschrauben. Wenn ihr jetzt ein Mauerwerk habt, solltet ihr natürlich dementsprechende Dübel verwenden. Für eine Gesamthöhe von 1,40 m haben wir in etwa drei Latten angebracht mit einem Abstand von etwa 30 bis 50 cm. Das erste Profilbrett müssen wir erstmal vorbereiten, bevor wir das Ganze an die Wand anbringen können. Ich spreche jetzt nicht einfach vom stumpfen Zusägen, sondern das Ganze wird ja miteinander verbunden mit einer Feder und einer Nut. Sprich, wir müssen die Feder absägen. Warum, weshalb? Ich möchte später noch mal ringsherum eine kleine Leiste setzen und dementsprechend müssen wir die Feder jetzt entfernen. Das könnt ihr beispielsweise mit einer Tauchkreissäge machen. Im Anschluss könnt ihr alle eure Bretter auf Länge zusägen und da gibt es einen kleinen Trick. Sägt bitte erst ungefähr 1 bis 2 mm den Schnitt vor und dann komplett durch. So verhindert ihr, dass das Profilbrett ausreißt. Und im Anschluss können wir auch das erste Profilbrett setzen. Dazu verwenden wir die mitgelieferten Haltekrallen. Das sind kleine Krallen, die könnt ihr entweder nageln oder schrauben in der vorhandenen Konterlattung. Das Ganze wird dann in die Feder eingeführt und dann könnt ihr Brett für Brett setzen. Bevor wir nun das zweite Brett anbringen, kümmern wir uns erstmal um unsere Nachtleuchte. Das ist definitiv viel, viel einfacher, wenn ihr das Ganze jetzt vorweg vorbohrt und die ganze Kabellage dort verlegt. Wie ihr das Ganze macht, da möchte ich nicht so drauf eingehen, denn Strom ist einfach lebensgefährlich und ich bin nicht wirklich der Fachmann, um euch da Ratschläge zu geben. Aber es gibt natürlich unzählige YouTube-Videos, wo ihr euch Informationen holen könnt. Das Anbringen von StudioLine ist dann wirklich ganz, ganz einfach, wenn ihr alle Vorbereitungen getroffen habt. Was ihr dann noch machen müsst, ist zu schauen, ob das Ganze auch im Lot ist. Das könnt ihr mit einer Wasserwaage machen. Im unteren Segment haben wir das Ganze dann auslaufen lassen, sprich bei der Fußleiste ist dann Schluss. So könnt ihr auch problemlos dann noch den Boden wischen oder saugen. Das letzte Brett haben wir dann
mit der Feder und der Lunt nochmal zusätzlich mit Leim fixiert. So schaut dann das Endergebnis an und ihr könnt auch ein Kabel sehen, was da raushängt. Das kommt dann zu unserer letzten Nachtleuchte und jetzt kommt auch unsere Abdeckleiste ins Spiel. Wie gesagt, ich hatte ja die Feder Anfang des Videos abgeschnitten, um jetzt noch meine Abschlussleiste zu setzen. Die wird ganz leicht mit Leim fixiert und mit ein, zwei goldenen Ziernägel genagelt oder gehämmert. Und dann kommen wir noch mal ganz kurz zur Beleuchtung. Natürlich habe ich nicht irgendwelche Glühbirnen eingebaut, sondern welche, die ihr mit dem Smartphone verbinden könnt bzw. steuern könnt. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ihr könnt beispielsweise hier im Bild zu sehen, die Helligkeit einstellen, aber auch die Farbe. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das Ganze macht, ist noch ein kleines i-Tüpfelchen für dieses Projekt. Ja, und mit dem richtigen Licht sieht das Ganze noch ein bisschen exklusiver aus, ein bisschen luxuriöser. Es macht schon eine Menge aus, dieses Licht. Ne? Eine Frage jetzt an euch oder an dich. Was würdest du aus diesem Studio-Line machen? Würdest du schon eher nur einen Streifen an der Wand machen? Würdest du beispielsweise deine TV-Wand verkleiden oder würdest du eventuell die Essecke verkleiden? Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele Sachen, die ihr damit machen könnt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Alle Infos zu diesem Produkt oder Werkzeuge findest du, wie gesagt, unten in der Infobox oder hier an der Seite. Ein bisschen gucken, das hat jetzt YouTube umgestellt. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Dann gibt es ein neues Video von mir. Ganz, ganz wichtig, gib dem Video und Handwerker Daumen nach oben und lass einen Kommentar da. So, bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao. Und ich glaube, ich gehe jetzt schon schlafen. Oh, herrlich. Ist ja gar nicht meine Seite.